Ja, erstmal einen schönen guten Nachmittag an Sie und euch alle. Im Namen von Susi Ferschel, unserer Sprecherin für gute Arbeit und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, und mir, Eva Schreiber, ich bin Obfrau im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für die Linksfraktion, möchte ich Sie und euch herzlich willkommen heißen zu unserer gemeinsamen Veranstaltung »Wie kann gewerkschaftliche Solidarität entlang von Lieferketten gelingen?« Unternehmen der Textilbranche haben weltweit Lieferketten und sind global miteinander vernetzt. Multinationale Einzelhändler wie H&M, Primark oder Zara beziehen ihre Bekleidung aus Fabriken mit häufig ausbeuterischen Arbeitsbedingungen aus allen südasiatischen Ländern. Die Zuliefererfirmen müssen dabei in immer kürzerer Zeit immer mehr Waren produzieren. Dieser Arbeitsdruck geht auf Kosten der Beschäftigten. Niedrige Löhne, übermäßig lange Arbeitstage, psychischer Druck und sexuelle Belästigung sind die tägliche Realität vieler Arbeiterinnen. Auch hierzulande in Deutschland sparen die Unternehmen vor allem bei den Beschäftigten. Die Löhne sind gering, es kommt immer wieder zu Entlassungen und die Arbeit von BetriebsrätInnen wird behindert. Für gewerkschaftlich Engagierte ist die Bekleidungsindustrie ein hartes Pflaster, in Indien wie in Deutschland. Nichtsdestotrotz, die Beschäftigten und die Gewerkschaften, hüben wie drüben, wehren sich dagegen. Und sie tun das mitunter auch gemeinsam, indem sie sich gegenseitig in ihrem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und Löhne unterstützen. Wir wollen heute Nachmittag mit unseren Gästen drei Themenkomplexe nachgehen. Zuerst wollen wir schauen, was eigentlich die derzeitigen Probleme und Herausforderungen der Beschäftigten sind. Anschließend wollen wir hören, wie Gewerkschaften damit umgehen, welche Strategien wenden sie an und wie versuchen sie, gewerkschaftliche Solidarität entlang von Lieferketten zu gestalten. Und zum Abschluss wollen wir ihre Forderungen an die Politik hören. Aber zuerst möchte ich einmal unsere Referentinnen vorstellen. Maren Ulbrich arbeitet als politische Sekretärin seit 2014 bei Verdi und ist seit Mai 2020 im Bundesfachbereich Handel. Sie koordiniert dort die Branchenpolitik und ist in der Fachgruppe Einzel- und Versandhandel tätig. Albert Schmidt ist seit 2007 Betriebsrat in einer Münchner Filiale und kümmert sich dort um die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2015 ist er außerdem eines von 40 Mitgliedern im Gesamtbetriebsrat von H&M Deutschland. Der Gesamtbetriebsrat setzt sich für ca. 16.000 Mitarbeiterinnen in ca. 400 H&M-Filialen in Deutschland ein. Darüber hinaus ist Albert Schmidt Teil des Exchange Netzwerks. Hier setzt er sich für menschenwürdiges Arbeiten bei uns und entlang der Produktionskette ein. Dann haben wir aus Indien zugeschaltet Diti Bhattacharya. Herzlich willkommen, Diti Bhattacharya. Und sie setzt sich in Indien gewerkschaftlich für die Arbeiterinnen in der Textil Industrie ein, und Susanne Ferschel, die seit ihrer Ausbildung bei Nestlé Mitglied der Gewerkschaft NGG ist. Zuerst war Susanne Jugend- und Auszubildendenvertretung und später Betriebsratsvorsitzende, Gesamtbetriebsratsvorsitzende, Mitglied im Europäischen Betriebsrat sowie Aufsichtsrat bei Nestlé. Bei der NGG war sie viele Jahre in der Tarifkommission sowie im Landes- und Hauptvorstand. Seit 2017 ist sie Bundestagsabgeordnete und der Fraktionssprecherin für gute Arbeit, Leiterin des Arbeitskreises Arbeit, Soziales und Gesundheit sowie stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Also ein ganzes Leben für gute Arbeit. Aber jetzt möchte ich gleich zum ersten Fragenkomplex kommen. Die aktuellen Herausforderungen und Probleme der ArbeiterInnen in Deutschland und Indien. Und da möchte ich Albert Schmidt fragen, was sind derzeit die Herausforderungen und Probleme, mit denen die Beschäftigten in der Textilbranche konfrontiert sind und welche Auswirkungen hat die Corona-Krise? Ja, vielen Dank. Ich möchte gerne damit beginnen. Es ist ja ohnehin so, dass die Einkommen im Einzelhandel schon sehr, sehr niedrig sind im Vergleich zu anderen Branchen und die Situation an sich schon sehr prekär ist.
befristete Arbeitsverhältnisse und all diese Dinge. Das ist an sich ja schon seit längerer Zeit ein Problem. Und jetzt ist es natürlich so, in den letzten Monaten ist das Thema Kurzarbeit auf uns zugekommen. Und das macht dieses ganze Thema natürlich nicht besser. Das macht es schwieriger. Kollegen haben dann dementsprechende, die wirtschaftliche Situation ist natürlich wesentlich angespannter. Also sie selbst können weniger verdienen und meistens ist es die ganze Familie betroffen, weil der Ehepartner jeweils ja auch davon betroffen ist. Und das ist halt ein Punkt, der durch das ganze Thema sehr stark jetzt auch dazugekommen ist. Das Ganze zieht sich ja seit Monaten hin und wird voraussichtlich bei uns im Unternehmen, also bis Mitte des Jahres sein, dass wir Kurzarbeitsmaßnahmen haben. Und das ist natürlich eine schwierige Situation für die Kolleginnen und Kollegen. Dann ist es ein weiteres großes Thema, ist jetzt natürlich in den letzten Monaten auch gewesen und wird es auch weiterhin sein. Bedingt durch die Pandemie ist ein wichtiges Thema der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Nicht nur, dass wir mit dem Arbeitgeber da zum Thema Kurzarbeit verhandelt haben, um möglichst gutes Ergebnis finanziell zu bekommen. Natürlich war im nächsten Schritt es auch sehr wichtig, Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen den Arbeitgeber aufzufordern, hier mit uns Rahmenbedingungen zu verhandeln. Das hatten wir auch gemacht und haben hier Rahmenbedingungen geschaffen, wo ganz, ganz viele Betriebsräte, Betriebsratsfilialen dann dementsprechend übernommen haben. Aber trotz alledem es ist hier schon zu großen Schwierigkeiten gekommen in den Filialen. Betriebsratsfilialen haben dann zum Beispiel auch gesagt, sie möchten selbst mit dem Arbeitgeber dann verhandeln und der Arbeitgeber hat hier aber an manchen Stellen überhaupt nicht darauf reagiert, hat so wie er das für richtig gehalten hat, ein paar Maßnahmen umgesetzt und hat dann, als es darum ging, die Filialen wieder zu öffnen, so schnell wie es nur irgendwie geht, die Filiale geöffnet. Da war der nächste Schritt halt, dass es zu ganz, ganz vielen einstweiligen Verfügungen gekommen ist und die dann auch gewonnen wurden, dass der Arbeitgeber nicht einfach aufmachen kann, ohne dementsprechend mit den Betriebsräten in Verhandlungen zu gehen. Und das hat schon ganz, ganz viele Probleme bereitet. Aber alles in allem haben wir jetzt was geschaffen, womit wir natürlich vor Ort in jeweils in den Filialen, wo die Leute gut damit arbeiten können. Aber das ist natürlich keine einfache Situation, weil es natürlich sehr, sehr wichtig ist, das zu beachten. Wir haben mit ganz vielen Kunden, kommen wir in Kontakt. Und da sind natürlich Hygienemaßnahmen sehr, sehr wichtig. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir Mund-Nasen-Schutz zu tragen haben. Da kann man sich sehr gut auch vorstellen, dass das natürlich auch insgesamt sehr belastend ist. Dann war es für uns halt wichtig, dass man auch die Möglichkeit bekommt, immer wieder zwischendrin kleinere Pausen zu machen, sodass man wieder halt frische Luft, Sauerstoff atmen kann und da die Maske mal kurz dann an frischer Luft runterzunehmen. Das sind halt so Dinge, die wohl dann auch natürlich sehr, sehr wichtig waren. Und dann weiß man halt auch nicht, Aerosole, die an bestimmten Stellen entstehen, an Engstellen, wo dann sehr viele Leute hinkommen. Also da hatten wir natürlich schon auch viel Diskussion mit dem Arbeitgeber, aber ganz viele meiner Kollegen haben da bei dem Thema einfach nicht locker gelassen und haben dann hier was Gutes hinbekommen. Aber die Situation wird uns noch Monate begleiten sicherlich und man muss halt die hier immer wieder mit dem jeweiligen Filialleiter, mit dem Arbeitgeber sich auseinandersetzen. Genau. Und dann ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was vor der Pandemie schon begonnen hat. Es ist das Thema Digitalisierung, wie das in ganz anderen Unternehmen auch der Fall ist im Einzelhandel. Es hat auch bei uns zuvor schon begonnen. Da hat uns der Arbeitgeber auch schon sehr stark unter Druck gesetzt, dass wir nach Möglichkeit
hier ein Blanko unterschreiben, um damit es so schnell wie möglich die Digitalisierungsmaßnahmen umsetzen kann. In der Vergangenheit ist vieles in unserem Unternehmen längere Zeit liegen geblieben, diese Dinge, und die will man alle jetzt, wollte man alle möglichst gleichzeitig so schnell als möglich umsetzen. Dass es nicht ohne uns geht, das haben wir von Anfang an signalisiert. Ja, und dann kam das Thema Corona-Pandemie auf uns zu. Das hat das Ganze natürlich nicht einfacher gemacht. Das hat das Ganze natürlich noch erschwert. Man weiß ja, wenn die Geschäfte zu ist, dass man alles von zu Hause aus bestellt hat und das nach wie vor noch macht. Und das war der Grund, dass der Arbeitgeber hier diesbezüglich den Druck noch erhöht hat. Und es hat die Situation nicht einfacher gemacht. Wir haben im Hintergrund immer schon die letzten Monate auch mit dem Arbeitgeber hier, sind wir in Verhandlungen gestanden. Er möchte das so schnell wie möglich haben. Wir wollen es nicht. Also wir wollen natürlich schon dieses Thema für uns haben letztendlich. Wir wollen natürlich mit diesem Ganzen, mit dieser Zeit natürlich mitgehen, aber nicht auf Biegen und Brechen. Wir wollen im selben Atemzug letztendlich einen Arbeitsplatz der Zukunft schaffen und nicht einfach hier diese Dinge so unterschreiben, wie sie kommen, sondern wir wollen hier mitgestalten, und das also da haben wir sicherlich bis zum jetzigen Zeitpunkt große Schwierigkeiten, das zu erreichen. Unser großes Ziel ist es, war es davor schon und ist es jetzt erst recht, wir wollen einen Tarifvertrag. Wir wollen, dass der Arbeitgeber an den Verhandlungstisch kommt, zusammen mit Verdi, und hier, wo hier dann dementsprechend unsere Zukunft gestaltet wird. Und das hat vor der Pandemie begonnen, das ist jetzt aktuell der Fall. Und das ist das Thema, wo wir sehr groß in der Auseinandersetzung jetzt mit dem Arbeitgeber sind. Und wir werden sehen, wie es da weitergeht. Ja. Das wäre es zu dem erstmal. So. Hört man mich jetzt? Ja, okay. Dankeschön. Und jetzt möchte ich die Tibata Sharia fragen, die aus Indien zugeschaltet ist, übrigens deswegen unsere unübliche Uhrzeit heute. Wie ist die Situation der ArbeiterInnen in Indien, und wo sehen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei den Beschäftigten entlang der Lieferkette? It's your turn now. Thank you, and thank you for inviting us. I would actually start with the imagery that everybody's possibly got very got everybody's attention was the queues of migrant workers were going back, trying to get back to their villages when the pandemic hit, when there was a lockdown. And that's something, that's the imagery that has been flashed across news channels across the world. And that's where I would like to start, because though of course that doesn't explain the very nature of the industry that we are talking about, but it definitely explains the nature of the labor market that we work in, which is basically one of a surplus labor economy. So when it is a surplus labor economy, what we can see is what the pandemic brought in is a complete breakdown of whatever rule of law, systems, regulations that existed. And hence precarity, which was already prevalent in the garment industry, now becomes much more intense and much more pronounced. Because at the end of the day, the crisis, because of the lockdown and the 2 months of
unpaid wages really pushed workers against the wall. They were debt-ridden. They had to accept termination. They had to accept, they were forced to resign from their jobs and seek employment. And that became the norm. And so what it really meant was years of trying to put in place some form of regulation has suddenly been completely washed away. And what we are seeing today is a rebuilding of systems and a restructuring in the light of a restructuring of the industry. Because the industry has seen this as an opportunity to relocate. So they're closing down factories within the city limits and taking them beyond the city where it is cheaper to find workers, where the wages are lower, where working conditions are much more flexible in terms of employers, because it's first generation workers coming into work who have no idea about labor laws, their rights, their anything. They're women workers, so they're also far more vulnerable to various forms of pressures, both social and within the workplace. There are various forms of extra workplace controls that are put in place, which is in the case of India, it's also caste parameters which are used to control workers. And this is more possible in a rural setting than in an urban setting where people actually move away from these boundings. So there is a restructuring that's happening. The industry is also trying to close down unionized factories or partially unionized factories where there is some system which has been put in place, and moving to areas where there are no unions, where there are no possibility of unions even in the near future, because it has to start from the point go. So that's one part of what is happening over in India. The other thing that's happening in the present context is while the pandemic was on, the lockdown was on, the government actually passed new labor laws, and which is actually taking away most of the rights that has been won over the last 100 years. So in that context, there is a complete breakdown of the legal structure in the country. And the unions are also at a loss because they themselves do not know what's going on. What are these new laws? How will these laws play out? What are the rights that they can protect? So it's like a continuous battle and a continuous firefighting that's on. And the unions really don't know whether to fight this larger struggle, which is against the laws that are being brought in, or whether to fight for the factory level battles where jobs are being lost and jobs need to be protected. So we are caught between the devil and the deep sea, and everybody's basically not being able to protect what's going on. There's a third thing that I would like to stress in the case of the garment industry especially, is India has a large number of what is called the recognized central unions, where in the case of the garment industry, very few unions are actually from these recognized unions. So these are mostly smaller unions which are independent, which are fighting these lonely battles. So there is no big union which is really behind the struggles that these unions fight, and which is one of the reasons that the conditions of work is the most precarious when it comes to the garment industry. Now, coming to the second part of your question, that what is similar, I think the very fact that the workforce is primarily women
And hence, there is always the question of a dual burden that women have to deal with. That is very common between the retail workers and the garment workers. Even if they work multiple shifts, even if they work longer shifts, they do have to come back and take care of their families. So the debt that we are talking about, which is which has become central in their lives, given the pandemic, has actually made them much more vulnerable to all kinds of employer practices that is arm twisting them. So that's one part of the thing. The other part that I see similarities is the question of productivity that Albert was also talking about, that digitization has actually increased the productivity demands on the shop floor, which is the same case in case of the garment industry as well. So it may not, the digitization is not so pronounced as we can see in the shop floor in Germany, but what we can actually see is a different kind of manipulation that's happening, or a tweaking that's happening, which is when it comes, there is a greater control of the global brands on how a certain line will get produced. So if there is, production centers are no longer given the flexibility to decide where and when and how they will allocate the orders that are being placed with them. So, which basically means that they have very short return time. So they have to give back their orders very quickly. So which means that the entire shop floor has to be dedicated to a certain order at a certain point of time, which means that you cannot take multiple orders at the same time. So the flexibility has gone away in the sense when we are talking about the orders, which basically means that the pressure is passed on to the workers because they have to finish those orders quickly so that they can go on to the next order, as opposed to being able to allocate the different orders along different lines on a shop floor. So that is creating its own pressure within the factory floor. So these are various aspects which are, I think, are broadly common between the retail workers at the one end of the supply chain and production workers at this end of the supply chain. Herzlichen Dank erst einmal. Und meine nächste Frage geht dann an Maren Ulbrich. Wie unterstützen die Gewerkschaften die Beschäftigten? Kurz und knapp. Die Frage. Genau, eine kurze, knappe Frage, wo sehr viel drin steckt. Ich versuche aber auch nicht so weit auszuholen. Genau. Naja, zum einen, was wir als Gewerkschaften immer machen, ist Lobbyarbeit bei der Politik. Also Lobbyarbeit, das hat ja immer so einen negativen Ruf, aber wir machen natürlich dann die Lobbyarbeit im Sinne von Beschäftigten. Wir versuchen da Verbesserungen auf gesetzlicher Ebene durchzusetzen, was die beispielsweise Mitbestimmungsrechte von Betriebsräten anbelangt, aber auch das Mindestlohngesetz ist so ein Beispiel, wo ja dann zumindest mal eine Grenze geschaffen wurde und Beschäftigte jetzt ein Mindesteinkommen haben, unter dem nicht gearbeitet werden darf. Wir haben uns jetzt aktuell dafür eingesetzt, dass das Mindestkurzarbeitergeld das eingeführt und 1.200 Euro betragen soll, weil, was der Albert auch gerade geschildert hat, wir haben natürlich ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die schon seit Monaten in Kurzarbeit sind, die trotzdem aber ihre Miete finanzieren müssen, die im Zweifel noch technische Anschaffungen hatten, weil ihre Kinder auf einmal im Homeschooling sind. Und das kann man mit 60% von einem Brutto einfach auch nicht bewältigen oder 65% mit Kindern. Genau, wir führen ganz viele Abwehrkämpfe, was jetzt Flexibilisierung von Arbeitszeiten anbelangt. Wir setzen uns auf politischer Ebene dafür ein, dass die Sonntagsarbeit nicht ausgeweitet wird. Das ist auch ein großes Problem im Handel. Und dann versuchen wir natürlich auch gemeinsam mit aktiven Kolleginnen und Kollegen Sachen tarifpolitisch zu gestalten. Da geht es um, aktuell steht ja die Tarifrunde im Handel an, beispielsweise um ein Mindestentgelt von
12,50 €, was wir tarifieren wollen, um einfach zu gewährleisten, dass die Kolleginnen und Kollegen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, dann auch gut in Rente gehen können und nicht auf Grundsicherung angewiesen sind. Wir haben jetzt bei der Pandemie natürlich auch verstärkt auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz hingewiesen, haben da die Unternehmen, aber auch die Politik aufgefordert, Maßnahmen zu treffen. Es kann nicht sein, dass die Fürsorgepflicht und die Durchsetzung der ganzen Pandemiebestimmungen auf die Beschäftigten runtergebrochen wird. Wir erleben das, da kann der Albert wahrscheinlich mehr zu sagen, gerade im Einzelhandel verstärkt, dass es zu Gewalt gegenüber den Beschäftigten kommt, weil die Kassiererin oder die Verkäuferin in der Fläche sozusagen angehalten ist, die Maskenpflicht durchzusetzen. Und wir haben da versucht, Einfluss zu nehmen, dass die Arbeitgeber ihrer Fürsorgepflicht nachkommen und dass da nicht auf dem Rücken der Beschäftigten alles umgesetzt wird. Und dann machen wir natürlich auch noch neben unserer tarifpolitischen Arbeit, leisten wir Unterstützung für unsere aktiven Betriebsräte. Wir unterstützen bei Betriebsratsgründungen, weil wir sagen, Betriebsräte sind gelebte Demokratien in Betrieben und können da auch nochmal die Arbeitsbedingungen für ihre Kolleginnen und Kollegen wesentlich besser gestalten. Genau, und momentan sind wir, das hat der Albert aber auch schon angesprochen, bei H&M und auch bei IKEA und anderen Unternehmen dabei, Tarifverträge zur Digitalisierung zu verhandeln. Das ist auch ein bisschen das, was die Diti gerade beschrieben hat. Wir wollen nicht, dass Digitalisierung zur Leistungskontrolle führt. Wir wollen nicht, dass es zu Fremdsteuerung und Arbeitsverdichtung führt. Wir wollen nicht, dass Algorithmen sozusagen Weisungsbefugnisse haben, sondern dass die Beschäftigten noch selbstständig entscheiden können, wann sie welche Tätigkeit ausüben und nicht fremdbestimmt sind, weil das stellt auch eine Entwertung von Arbeit dar. Und das wollen wir durch Tarifverträge verhindern. Ich habe es versucht, kurz zu machen, Eva. Kurz hat sich doch auf meine Frage bezogen und nicht auf deine Antwort. Liebe Susi, was kann denn die Linke im Bundestag dazu beitragen, die Situation der Beschäftigten in Deutschland und international zu verbessern? Auch kurze Frage, aber die Antwort wird auch nicht so kurz sein. Ich habe mir auch Mühe, mich einigermaßen an die strikt zu, oder kurz zu halten. Naja, ich sag mal so, ich fange mal mit Deutschland an, um dann auf den internationalen Bereich zu kommen. Deutschland ist ja in Westeuropa das Land mit dem größten Niedriglohnbereich. Das ist natürlich jetzt mit Sicherheit eine andere Situation, als wir sie in Indien vorfinden, aber natürlich trotzdem im internationalen Vergleich der Bereich mit den größten Niedriglöhnen. Der Einzelhandel ist der Bereich, der zu dem zum großen Teil auch mit Niedriglöhnen arbeitet. Aufgrund der, also die Ursache ist die zu geringe Tarifbindung und ein zu geringer Mindestlohn. Und das Thema Mindestlohn vielleicht mal als Beispiel. Auch wenn er viel zu niedrig ist, ist es trotzdem eine Erfolgsgeschichte der Gewerkschaften und ich würde auch sagen der Linken. Also das ist praktisch so ein Beispiel, wie die Zusammenarbeit funktionieren kann. Die Gewerkschaft Verdi und die Gewerkschaft NGG haben als erstes die Forderung nach einem Mindestlohn aufgebracht und haben praktisch immer wieder das thematisiert. Die erste Partei im Bundestag, die es aufgegriffen hat, war die Linke. Die Linke hat als erstes die parlamentarischen Initiativen dazu gestellt und hat immer wieder das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Das ist halt, sag ich mal, dann die, so muss man als Oppositionspartei arbeiten. Wenn man nicht direkt in Regierungsverantwortung ist, bleibt einem nur der Weg, diese Dinge immer wieder aufzugreifen und zu thematisieren. Und so machen wir das natürlich mit den anderen Bereichen, die zu diesem Niedriglohnbereich auch führen, auch, also bei dem Bereich Minijobs oder Befristungen, Leiharbeit, also die ganzen prekären Beschäftigungsverhältnisse, dass wir immer wieder das Thema aufgreifen, auch parlamentarische Anfragen dazu stellen, um aufzuzeigen, wie die Ist-Situation ist. Also wie es zum Beispiel jeder vierte Beschäftigte in Deutschland arbeitet halt zu einem Niedriglohn. Das ist die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken. Und um das dann entsprechend auch wieder öffentlich zu machen, und auch immer wieder den Kontext herzustellen, dass dieser Niedriglohnbereich, diese prekäre Beschäftigung und natürlich auch Hartz IV, was über allem steht, weil Hartz IV ja dazu geführt hat, dass jede Arbeit zumutbar ist, sei sie noch so schlecht bezahlt, letztendlich alles, dieses ganze Konglomerat zu einer Schwächung der Gewerkschaften geführt hat. Also um es nochmal versuchen zusammenzufassen, ich sehe es, unsere Aufgabe ist es, und so verstehe ich zumindest auch meine und unsere Arbeit,
eng auch mit den Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, die Forderungen aufzugreifen und denen im Parlament, diesen Forderungen im Parlament eine Stimme zu geben, um darauf zu einer Veränderung hinzudringen. Was, wie gesagt, nicht direkt passiert aufgrund der Mehrheitsverhältnisse, aber man sieht ja anhand des Mindestlohnes, dass es funktioniert. Wir haben zum Beispiel auch die Forderung nach einem Mindestkurzarbeitergeld, von der Maren, glaube ich, gesprochen hat, aufgegriffen und haben eine parlamentarische Initiative, einen Antrag dazu im Bundestag gestellt. Das sorgt dafür, dass neben den Gewerkschaften eben auch in der Politik diese Themen eine Rolle spielen. Und dann eben immer verbunden mit dem Versuch, die Dinge entsprechend an die Presse und an die Öffentlichkeit zu bringen. Wenn ich jetzt auf den internationalen Bereich gucke, ist es so, dass wir uns natürlich, und ich glaube, das ist für Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter genauso selbstverständlich wie für Linke, dass die internationale Solidarität ein ganz wichtiger Punkt ist. Und das Thema Lieferketten beschäftigt uns natürlich auch. Ich meine, es ist ja klassisch auch Evas Arbeitsbereich. Also wir haben auch zwei Anträge zum Beispiel dazu gestellt im Oktober 2019 ein Lieferkettengesetz für verbindliche soziale, ökologische und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten für deutsche Unternehmen, wo wir auch nochmal, sage ich mal, diese freiwilligen Selbstverpflichtungen, die sich die Unternehmen ja geben, letztendlich kritisieren und sagen, es muss verbindliche Regelungen geschaffen werden. Es muss auch für Firmen gelten, die ab 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufwärts, weil er alles andere, sage ich mal, einfach viel zu viel Spielraum lässt, um dann entsprechend auch wirklich zu sagen, wir müssen die Arbeitsbedingungen entlang an der Wertschöpfungskette uns angucken, dort solidarisch sein, die Dinge auch öffentlich machen und auch öffentlich machen, dass eigentlich die Güter, die wir in unserer Wohlstandsgesellschaft nutzen, in ganz großen Bereichen auf der Ausbeutung von Menschen in anderen Teilen dieser Erde basieren. Und das müssen wir immer wieder thematisieren und öffentlich machen, um diesen Missständen letztendlich wirklich abzuhelfen. Also der zweite Antrag, der war dann im September letzten Jahres zum UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte unterstützen, Menschenrechte vor Profite. Also ich denke, wir arbeiten an den Themen und versuchen es immer wieder nach vorne zu bringen, auch über die entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und eben auf dem parlamentarischen Weg. Das ist die Möglichkeit, die wir als kleine Oppositionspartei haben. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Mir persönlich wäre immer lieber, wir hätten direkt die Einflussmöglichkeit, Dinge direkt zu verändern. Aber eins habe ich gelernt in meinem Gewerkschafterinnenleben, man muss einfach hartnäckig bleiben und dranbleiben. Und dann kann man die Welt immer wieder ein kleines bisschen auch verändern. Erstmal danke, Susi. Nur zum Hinweis, im Chat findet ihr die Links zu den Anträgen, die Susi gerade angesprochen hat, zum Nachlesen. Und ich habe aber doch noch mal eine Nachfrage an Desi Bhattacharya, weil viele Regierungen in Ländern des globalen Südens konkurrieren mit anderen Ländern als Standorte für die Textilproduktion, weil sie Arbeitsplätze in ihren Ländern wollen. Um dabei konkurrenzfähig bleiben zu können, dürfen die Arbeits- und Umweltstandards nicht zu hoch werden, sonst drohen die Unternehmen weiterzuziehen. Und so entwickelt sich eine Spirale nach unten, die letztlich auf Kosten der ArbeiterInnen geht. Du hattest sowas erwähnt, was Regionen angeht. Man zieht in eine Region, wo es keine Gewerkschaft gibt, aber international kennt ihr diese Drohung der Abwanderung von Unternehmen, von Seiten der Unternehmen oder auch der Regierung? Und wie geht ihr damit um? Diti hätte jetzt das Wort. Kann jemand mal Diti freischalten, bitte? Right. While this is true, definitely for most global countries in the global south, I would really want to make a different argument. There is somewhere we'll have to make a difference in how the global industry is organized in countries which are mostly dependent on garment exports and those which are not. And in that case, if we are talking about India, the composition of the export garments is a very small component. So when it comes to garment,
the flight of capital is a very tricky thing when it comes to India, which is not the case. What you're saying is complete. I completely agree with you when it comes to Bangladesh or Sri Lanka, where the fear of flight of capital is much higher than in India, because the nature of industry in India is much more entrenched. And when we are talking about industry, the garment industry is very organized. It has big players who can actually negotiate with the big capital. Our recent, I think at some point we will get the opportunity to talk about it, about our struggle at ECC2, which was a factory producing for H&M in Bangalore, near Bangalore. But in that, what we saw is finally, it's not the global brands which decides how the union, whether the union will survive or workers will survive in that factory or not. It's finally also the big capital of Indian origin which decides how they would adhere to the laws or not. So I think there is a difference in that. And when I'm talking about flight of capital within regions, so it's moving from urban centers where costs are higher to rural centers where costs are lower, but it's not really moving from India to Bangladesh or India to Sri Lanka. There is also a question of a certain amount of skills that we are talking about, that you're able to produce certain niche items in certain countries. So people don't really move from one place to another just for the sake of moving. Sometimes that skill factor is a critical factor in which makes a global corporation also decide not to move from one country to another. They may move from one region to another where actually the labor moves and the labor is more or less constant. Even if it's not the same people, it's the same set of people who have the same set of skills. So in the case of India, it's a bit different than in other countries. So I wouldn't want to say it's a generalized picture. We have to look at capital also in the context that we are talking about. And in the context of India, it's a bit different. And in that case, what we are also seeing that India, so if you look at also at the question of China in that context, that China pays a higher wage than India or Bangladesh or Sri Lanka. China also has, whatever the problems in China may be, but at the end of the day, the cost of production is higher in China, but still companies don't leave China and go to Bangladesh or go to India. They are able to produce a certain amount. The productivity is so much higher in China that it's even today makes much more sense to produce in China than to produce in Bangladesh or Sri Lanka. The question is somewhere we need to also look at that part of the flight of why capital flees, that whether we are actually being able to see what's the cost, unit cost of a product at a certain production facility. So even if the wages are higher, that doesn't necessarily mean that a company will shift from that country to another country, because productivity may be much higher in that country than elsewhere. So that's one thing I would like to say. But there's also one thing that there's also the other question of big manufacturers and big manufacturers being able to negotiate with the global brands. So there is some level of leverage that Indian manufacturers do have with global brands. And even if they do not have that leverage, there is a big domestic market that they tap into. So when all else fails, they always have the big domestic market to turn to. So there is not that fear. And there's a huge middle class which buys these products. So at the end of the day, manufacturers are always turning to this whole thing that, okay, if you take away our orders, that's fine. We have our own domestic market. So that's something I think we need to keep in mind and not generalize it for all countries.
herzlichen Dank. Das ist jetzt auch eine ganz gute Überleitung zum zweiten Fragenkomplex, gewerkschaftliche Strategien und Solidarität entlang der Lieferkette. Und Maren Ulbrich, Titi Batacharia und Albert Schmidt, ihr drei beziehungsweise eure Organisationen sind Mitglieder des Exchange-Netzwerkes, welches zum Ziel hat, die Kooperation von Gewerkschaften entlang der Lieferkette zu fördern und die Verhandlungsmacht und die Organisierung der ArbeiterInnen von unten zu stärken. Und da möchte ich erst einmal Albert Schmidt fragen, kannst du uns ein bisschen über diesen Ansatz berichten? Was beinhaltet dieser Ansatz? Welche unterschiedlichen Formen der Solidarität gibt es? Und kannst du uns ein paar Beispiele nennen? Albert. Ja, das möchte ich sehr gerne machen. Und zum was ist das Exchange an sich? Es ist eine Zusammenarbeit zwischen den Beschäftigten hier im deutschen Einzelhandel. Es sind Kolleginnen und Kollegen von Zara, von Primark, von H&M eben. Und natürlich Verdi ist ein fester Bestandteil des Ganzen und Thai hier in Deutschland. Und den Beschäftigten entlang unserer Produktionskette in unseren asiatischen Ländern, in Indien, in Bangladesch und in Sri Lanka vor allen Dingen und natürlich Thai, auch dort in Asien. Wir bilden ein Netzwerk, das hier sehr, sehr gut funktioniert, was die gemeinsame Vernetzung betrifft. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen den Kollegen und Kollegen mit dem Ziel, Betriebsratsarbeit und Gewerkschaftsarbeit zu stärken. Das ist, sagen wir mal, diese Idee, die da drüber steckt, und die wird in ganz, ganz vielen Punkten tagtäglich letztendlich auch dort gelebt. Und hier stehen wir in engen Austausch und was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Und ich bin froh, dass ich ein Teil dieses Ganzen schon seit einigen Jahren bin und dass ich hier mitarbeiten kann. Was man schon vor ganz, ganz langer Zeit festgestellt hat, dass wir im täglichen Arbeiten, es gibt sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, die wir haben. Die Probleme, man hat festgestellt, dass sowohl hier in Deutschland wir Probleme haben, die unsere Kolleginnen dort in der Bekleidungsindustrie genauso haben. Wenn man zum Beispiel das Thema sieht, Betriebsrat hier zu gründen, dann hat es in der Vergangenheit in ganz, ganz vielen Filialen von uns ganz viele Probleme gegeben, wo der Arbeitgeber mit alles in die Waagschale geworfen hat, um das zu verhindern. Das haben wir sehr, sehr oft, sehr, sehr häufig erlebt. Und genau das Gleiche findet ja in Asien auch statt. Wenn Kollegen in einer Betriebsgewerkschaft in einer Fabrik gründen wollen, also was da für Repressalien gegen Einzelne oder in Gruppe von Leuten gemacht wird, also das kann man in wenigen Sätzen gar nicht beschreiben und also es macht auch da sprachlos. Aber auch dann das Thema Arbeitsbelastungen, also da ist bei uns das sehr, sehr stark an vielen Stellen wenig Personal, hohe Arbeitsbelastung und das ist zum Beispiel dort in den Fabriken auch so. Sehr, sehr hohe Arbeitsbelastung, sehr, sehr hohe Produktionsziele, also Stress und psychische Belastung, auch das ist ein Faktor sowohl bei uns als auch in den Fabriken. Also das ist so das, was man sehr schnell feststellt. Wir haben immer wieder Gesundheitsmappings gemacht. Also wir haben ja die Möglichkeit gehabt, auch schon, also ich habe ja selbst an der Reise teilnehmen können dort und ganz, ganz viele Kollegen dort getroffen. Wir haben gemeinsam einen Workshop gemacht und da so Gesundheitsmappings gemacht und haben gesehen, also wir haben gesundheitlich an vielen Stellen die gleichen Probleme. Und das bestärkt uns wirklich gemeinsam daran zu arbeiten. Und was jetzt das Wichtige ist von dem Ganzen, ist, wir geben uns gegenseitige Solidarität.
Einmal ist es bei uns, wo ganz, ganz viele Probleme auftreten, dann ist es so, dass wir von den Kollegen dort, von den Gewerkschaften dort Solidaritätsschreiben bekommen, wo sie zum Ausdruck bringen, dass sie uns hier unterstützen bei dem Ganzen, und umgekehrt machen wir das genauso, wenn es an verschiedenen Stellen, an Fabriken erhebliche Probleme gibt, wo wir genauso unsere Solidarität zum Ausdruck bringen. Das ist so mal ein Faktor des Ganzen. Und wir als Gesamtbetriebsrat haben vor einigen Jahren uns dort auch als festen Bestandteil mit eingebracht. Wir haben uns diese Idee gegeben, menschenwürdiges Arbeiten bei uns und entlang der Produktionskette. Also das ist auch natürlich ganz, ganz viele Dinge, die in Deutschland an Problemen anliegen. Das ist sicherlich das, worüber wir uns kümmern. Aber seit ein paar Jahren ist das auch immer ein Bestandteil unserer Arbeit, dass wir Themen aufgreifen, die dort an Brisanz haben. Und dann ist es so, dass wenn sich ein Thema aufmacht, dass wir das formulieren, zusammenpacken und bei nächstmöglicher Gelegenheit ins Monatsgespräch geben, wo wir mit dem Arbeitgeber dann praktisch ja im Austausch sind und dieses Thema dann auf die Tagesordnung packen. Also wir, die wir auch im Netzwerk mitarbeiten, und aber auch die GWR-Kollegen, wo wir das dann mit draufnehmen und dort dann thematisiert wird und daran Kritik üben, immer mit dem Hintergrund, dass wir dort eben dementsprechende Verbesserungen erzielen. Es ist nicht ganz einfach, weil wir wissen alle, wir sind ein schwedisches Unternehmen, es wird dann immer weitergeleitet, aber trotz alledem fordern wir unser Unternehmen auf, hier Verantwortung zu zeigen, weil sie für ein ganz großes H&M-Land hier in Deutschland verantwortlich sind. Und dementsprechend ist es wichtig, dass sie hier auch Verantwortung zeigen. Das, was auf einer Homepage auf ganz vielen Seiten steht, wo erstmal schön klingend ist, aber in der Praxis ganz anders ist. Und wir können Ihnen die Praxis aufzeigen, wir können Ihnen immer wieder die Realität aufzeigen und immer wieder sehen, hey, guckt an, ihr gebt euch diese Maßstäbe an der Stelle gibt es erhebliche Probleme. Und das ist ein mühevoller Weg, auch das ist ein mühevoller Weg, aber immer dann, wenn man immer kleinere oder dann auch letztendlich größere Erfolge erzielt, dann ist es unersetzlich eigentlich, wenn es gelingt, hier ein Problem zu lösen und eine Verbesserung zu erzielen. Das ist der Antrieb für diese Arbeit. Also für mich persönlich ist es so, aber das ist natürlich auch für ganz viele meiner Kollegen so. Okay, jetzt ganz konkret zu Beispielen. 2017 hatten wir die Idee, eine Delegation aus Asien ist nach Deutschland gekommen. Die haben wir eingeladen zu unserer Betriebsräteversammlung. Wir haben das, werde ich persönlich nie vergessen, es ist eines der wichtigsten Dinge in dieser ganzen Zeit. Wir haben, als der Arbeitgeber seinen Bericht gehalten hat, in diesem Zeitraum sind unsere Kolleginnen und Kollegen dort gekommen und sind dort zur Tür reingekommen. Wir waren ca. 300 Betriebsräte, sind reingekommen, der Arbeitgeber ist da vorne gesessen und wir sind aufgestanden und haben geklatscht. Ja, wir haben hier, also das war so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist so diese Situation gewesen, aber nicht nur, dass es dies war, sondern wir haben auch im Vorfeld natürlich schon ein gemeinsames Forderungspapier erstellt. Wir haben zusammengefasst, was sind unsere Probleme an welchen Stellen, und das haben wir gemeinsam dem Arbeitgeber dann übergeben. Das ist ein Teil der Solidarität, die wir hier gelebt haben und gezeigt haben. Dann ist es auch so gewesen, wir haben aus Asien haben wir ganz viel Solidarität bekommen. Saskia Stock, unsere GWR-Vorsitzende, ist vor ein paar Monaten ziemlich von Arbeitgeber angegriffen worden, weil sie es nicht geschafft hat, für einen Digitalisierungspakt, den der Arbeitgeber gern gehabt hätte, quasi ein Blanko, dass er dementsprechend Dinge umsetzen kann, ohne dass wir die Mitbestimmung dort leben. Da hätte er von uns die Unterschrift gewollt, und das
haben wir nicht gegeben, weil wir eben da mitwirken wollen an dem Ganzen. Und dann ist es dem Arbeitgeber so eine Art, dass er Newsletter verschickt an die kompletten Belegschaften und hier Saskia angegriffen worden ist, dass sie es nicht schafft, 40 Meinungen zu bündeln und hier eine Unterschrift zu bekommen, dass der Arbeitgeber hier so vorgehen kann. Auch da ist es so gewesen, wir haben auch aus Asien von unseren Kollegen dort Solidarität bekommen und haben genau dieses auch, hat der Arbeitgeber natürlich das auch mitbekommen. So ist es, sind Probleme, die bei uns entstehen, Probleme, die in Asien entstehen. Und wir gehen gemeinsam hier an die Sache ran. Und das letzte Beispiel, das ist jetzt ganz aktuell in den letzten Monaten, da möchte ich eine Fabrik rausgreifen, Gokaldas Exports, wo wir wo insbesondere H&M auch produzieren lässt. Dort der Fabrikbesitzer haben von heute auf morgen diese Fabrik geschlossen mit dem Hintergrund Pandemie und das Unternehmen wird diese Aufträge nicht mehr bezahlen, unser Unternehmen, und deswegen kann man auch die Beschäftigten nicht mehr weiter beschäftigen. Von heute auf morgen ist diese Fabrik geschlossen worden und das konnte nicht sein. Und das haben wir natürlich aufgegriffen und haben an die Verantwortung unseres Unternehmens appelliert, hier das nicht einfach hinzunehmen. Auch das war sehr, sehr mühevoll, weil unser Unternehmen immer auf halber Strecke an manchen Stellen stehen bleibt. Aber wir haben gemeinsam, wir haben alle gemeinsam nicht locker gelassen und das kann, glaube ich, die besser beschreiben, hier auch insoweit Erfolge erzielt, als dass es jetzt wieder... als dass das Unternehmen dort eingeknickt ist und jetzt diese Fabrik wieder öffnet. Also es ist für mich unbeschreiblich, wenn man so einen Erfolg erzielt. Es gibt die Energie, die Kraft, hier immer und immer wieder weiterzumachen. Also das sind eins der Beispiele, die wo ich erlebt habe. Aber ich habe ganz viel in den letzten Jahren erlebt, aber das sind so eins der Dinge, wo ich jetzt halt einfach mal rausgreifen wollte. Herzlichen Dank, Albert. Das ist ja eine super Überleitung zu Diti. Kannst du die Beispiele ergänzen? Und was sind die Stärken von Exchange und was könnte man besser machen? Und was mich aber auch noch interessiert, wie geht ihr damit um, dass in Indien nur ein ganz kleiner Anteil der Belegschaft gewerkschaftlich orientiert ist? Nur rund 5% in Indien. Und dass ein Großteil der Beschäftigten, nämlich 80% circa, Frauen sind. Dann hast du das Wort. Well, actually, let me start with the question of the very notion of solidarity in itself. So when we started first working with the retail workers in Germany, and this is not just in Germany, wherever we work with other workers, we in the Global North, we realize the first thing that we are always asked is, how can we help you? And that's something that we, the first time I heard it, it really hit me hard. It was like, sorry, this is not about helping, it's about solidarity. You know, we are all equal in this struggle against one big capital. So whatever it may be, you are equally workers as much as we are. The question is, how do we build this understanding between the two sections of workers was the biggest challenge, I think. And I think we've come a long way in that, the challenge that we had with us. And that was one of the biggest possibly victories, I would say, for Exchange, is the interactions, the exchanges between workers, the continuous interaction between workers along the supply chain, and understanding each other from the points of commonalities really broke that gap between the workers, where people thought, okay, these are white people, so they must be having better everything, and they must be able to help us.
So that came from workers in the Global South, that, oh, they are white people, so they must be able to help us. And then for the white people, it was, oh, these are bad people. Obviously, we can help them, you know, we earn in euros. So obviously, at the end of the day, that means 80 rupees for them, which is a huge amount of money, you know. So we can always gather some, we can pick our pockets and give people and everybody will be happy and we'll solve the problem of solidarity. So I think we've moved a long way from that. And the fact that it's no longer solidarity is not about charity anymore. Solidarity is actually about real solidarity. And when Albert was talking about the H&M Works Council, Workers' Assembly that he was talking about was truly magical. And the question is, that was the first time we were able to put forth a joint charter of demands to the H&M management. Now, obviously, nothing really changed with that, except for the fact that there was a recognition that there is solidarity along the supply chain. And these workers are not alone, neither are the retail workers alone, nor are the production workers alone. I think that was a recognition that was there in that meeting, and which is what really pushed them against the wall, and they walked out of that meeting. And later, they really got back to the Works Council. They negotiated very hard with them that why should we negotiate with you on the work production workers? And the Works Council stood their ground. So I think that was a turning point. But to add to that, I would really talk about various the difference in the solidarity strategy, I would suggest, that I would like to talk about. It's not about individual grievance addressing anymore. We are not talking about one worker being fired, two workers getting terminated or suspended for something, some union leader getting terminated for union work. We're not talking about just that, where you're solving a problem which is single point of problem. We're actually being able to talk about larger questions of solidarity. We're talking about conditions. We're talking about productivity on the shop floor. We're talking about working conditions. We're talking about building a sustainable and a sustained relationship between the unions. We're also talking about something. So I will actually give the example, the current example that we've just actually won a victory and a huge victory for the garment workers actually in this. I don't know of any example which is as big as this, which is during the pandemic, 1,200 workers lost their jobs overnight. The company closed their factory and H&M was the single buyer in that factory. And from the very first day, what we did was we worked together with the H&M Works Council in Germany. We worked within the National Monitoring Committee in Industrial, which of the H&M, which is the GFA Monitoring Committee. So we worked within that. We worked with all the union partners and tried to work step by step in negotiating the reopening of the factory. We, of course, couldn't negotiate the reopening of the factory, but we have, after 8 months, been able to reinstate all 1,200 workers. And this has never happened in the history of a garment industry. This has never happened in any country till date. And this was solely, and I would give the credit for this solely for a strong union on the ground, which was supported by a strong union in Germany, which is one of the biggest markets of H&M and hence has a huge influence on H&M's decisions. And therefore, there was the joint strategy that we worked together, the campaigns that we led together, the actions that we led together was actually very important. We also used the social media, which was used also by the H&M Works Council. They immediately translated it into German. They spread it within their membership. They spread it outside. And Verdi supported the whole struggle on the ground. And Verdi even
spoke to the management of H&M. And these pressures together actually helped us get to the point where we got, and at which point H&M actually had to agree that they cannot withdraw their orders. And hence, the reinstatement was possible. And the reinstatement was possible not because H&M wanted it. They dragged it. They dragged it for 8 months. They dragged it through all kinds of nonsense, I would say. They said, oh, the legal system has to work, or the national law is above everything. Whereas actually the GFA states very clearly that where it violates, where the national law is not enough, the GFA will step in. They tried to say that the national law is superior. They can't do anything till the national law is in place. They also then said there is a dispute within between unions, whereas there was actually no other unions. So they were trying everything. They tried to intimidate the workers. They tried to bring in dummy union. They tried everything that was in their hat, but they failed. And I think that was only possible because there was a sustained pressure on them. And I think if we wouldn't have had that sustained pressure, it would have been very difficult. It wouldn't have succeeded. So this is the recent struggle. But then we also won a similar thing 2 years ago with the Avery Dennison case, which was not H&M, but it was mostly with Primark, which was also a German, the Works Councils really supported our struggle on the ground. And Primark Works Council really went out and campaigned and put pressure. And again, Verdi intervened and Verdi put pressure on the Primark management. We also reached out to the British Trade Union, and the British Trade Union also negotiated with the Primark management in UK. So what I'm basically trying to, the point that I'm trying to make is, as long as we can have a sustained and sustainable relationship, one-on-one relationship between unions, we cannot succeed on the ground. And we need strong unions on both sides. It's not possible. You can't have a permanent solution unless there are strong unions on the ground. We can have temporary solutions. We can have one person reinstated, or we can have one doctor appointed in one factory, but tomorrow that doctor might get fired and we wouldn't know about it. So these are things that, this is the difference between this strategy and what the strategies that has been used in the past. Auch danke. Ja, Maren, was würdest du sagen? Was ist wichtig, damit gewerkschaftliche Solidarität entlang der Lieferketten funktioniert? Ja, eigentlich genau das, was Albert und Dieti gerade eigentlich beschrieben haben. Also vielleicht sage ich noch mal ein paar Worte zu unserem Verständnis auch von internationaler gewerkschaftlicher Arbeit. Gewerkschaftsbewegung war ja immer schon was Internationales. Also alle lohnabhängig Beschäftigten haben ja irgendwo das Bedürfnis und den Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit, guten, sicheren Arbeitsbedingungen, existenzsicheren Löhnen. Also ich glaube, das ist das erstmal, was uns so auf der globaleren Ebene eint. Und auf der konkreten geht es dann darum, sich auszutauschen, sich die Arbeitsbedingungen anzuschauen, Gemeinsamkeiten zu finden. Digitalisierung war ja heute auch schon ein Stichwort, wo das Exchange-Netzwerk ja auch jetzt weiter dran arbeiten möchte, also die Digitalisierung sowohl in Deutschland als auch aber beispielsweise in den Zulieferfabriken in Indien etc. auf die Tagesordnung zu nehmen und auch dort zu schauen, wie kann man da gemeinsam strategisch auch vorgehen. Und bei der gewerkschaftlichen Solidarität entlang von Lieferketten geht es letztendlich immer um den Aufbau von Gewerkschaftsmacht. Und Gewerkschaftsmacht brauchen wir, damit wir die Arbeits- und Lohnbedingungen durchsetzen können, also gute Arbeits- und Lohnbedingungen und damit natürlich auch die Lebensbedingungen der Menschen verbessern, egal ob sie jetzt im globalen Süden oder globalen Norden ansässig sind. Und da geht es bei dem Aufbau von Gewerkschaftsmacht auch immer um die Durchsetzung von Gewerkschaftsrechten in den einzelnen Ländern, also in
Deutschland gibt es auch, das hat der Albert auch beschrieben, viele Behinderungen von Betriebsratsgründungen. Während der Pandemie wurden viele Mitbestimmungsrechte auf einmal nicht mehr beachtet von Arbeitgeberseiten. Da haben wir auch viel erlebt in Indien. Indien gehört ja noch zu dem, laut dem Index vom Internationalen Gewerkschaftsbund zum 10 schlimmsten Land mit für Arbeitnehmerinnenrechte. Also die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort sind ja nochmal ganz andere Kämpfe gewöhnt und mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich da auf Augenhöhe begegnet, dass man sich austauscht, dass man gegenseitig voneinander lernt, also voneinander, von den gemeinsamen Kämpfen, von den Kämpfen, die es auf unterschiedlicher Ebene gab, dass man schaut, wie kann man überall Gewerkschaftsrechte und Kollektivverträge auch durchsetzen. Und dafür braucht man Austausch, dafür braucht man Raum, dafür braucht man gemeinsames Verständnis. Deswegen haben wir auch seit 2019, haben wir das erstmals gemacht, eine internationale Konferenz ins Leben gerufen, wo wir Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, Sri Lanka, Indien, Bangladesch, Brasilien, Südafrika zu Gast hatten. Und das ist eine ArbeiterInnenkonferenz. Das heißt, da gab es auch Raum zum Austausch, da gab es einen Raum, sich einfach mal kennenzulernen, dieses Verständnis zu entwickeln. Ich habe so ein Foto gesehen, das war ja vor meiner Zeit, da steht eine indische Kollegin und eine deutsche Betriebsrätin zusammen mit so einem T-Shirt, was die eine verkauft und die andere produziert hat. Und ich finde, genau so funktioniert halt internationale Solidarität. Also ohne Eurozentrismus, ohne das, was als Charity bezeichnet hat. Also wir brauchen Solidarität, und Solidarität passiert auf Augenhöhe, passiert dadurch, dass man halt gegenseitig die Durchsetzungsmacht stärkt und sich unterstützt und auch da vielleicht Unterstützung leistet, wo die anderen gerade auch dann sie brauchen. Also wenn wir in der Öffentlichkeit natürlich die Arbeitsbedingungen oder Entlassungen in indischen Textilfabriken thematisieren, dann unterstützen wir die Kolleginnen, genauso wie sie uns unterstützen, wie der Albert das erzählt hat, wenn es darum geht, dass Betriebsräte behindert werden in ihrer Arbeit oder bei den Tarifverhandlungen, gab es auch schon Solidaritätsaktionen für die Durchsetzung unserer Forderungen. Und genau, also ich freue mich auch auf die Konferenz 2022, die wir wieder machen möchten, die internationale, weil da wollen wir dann auch weiter anknüpfen und gucken, wie wir die internationale Solidarität und Gewerkschaftsmacht weiter ausbauen können. Susi, du warst ja auch Mitglied im Europäischen Betriebsrat von Nestle. Was würdest du sagen, welchen Einfluss haben Arbeitnehmervertretungen auf Entscheidungen der Konzerne? Wenn du dich noch entstummen könntest, ich höre dich nämlich jetzt. Ich? Mein Mikro ist an. Hört ihr mich? Ihr hört mich jetzt. Okay, gut. Ich möchte mich bei meinen Vorrednerinnen bedanken, insbesondere bei Albert und Dieti auch für die Beispiele, die er gebracht hat, weil das, glaube ich, so wichtig ist, dass wir von den Erfolgen sprechen, die es in der Gewerkschaftsarbeit gibt, weil die deswegen so wichtig sind, dass wir uns nicht entmutigen lassen von Rückschlägen, die es natürlich immer wieder gibt. Aber diese Erfolge beweisen halt, dass es geht. Und das ist, glaube ich, auch die Antwort auf die Frage, also welchen Einfluss haben Arbeitnehmervertreter? Ich glaube, wenn Arbeitnehmervertretungen verstanden haben, dass Solidarität die stärkste Waffe ist, die wir Arbeiterinnen und Arbeiter weltweit haben, die internationale Solidarität, dann haben Arbeitnehmervertretungen selbstverständlich einen Einfluss auch auf große Konzerne, auch auf international agierende Konzerne. Ich meine, der Spruch, der stimmt schon, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Wenn wir verstehen, dass Solidarität für uns wichtig ist und wir uns organisieren müssen, dann ist es möglich, Veränderungen zu erreichen. Und ich mache es ganz kurz, weil, wie gesagt, Albert und Dieter schon so
klasse Beispiele gebracht haben, aber vielleicht noch ein Beispiel, was ich selber erlebt habe und was mich tief beeindruckt hat, ist eine Geschichte in Anführungsstrichen, wo eine Belegschaft in Indonesien gestreikt hat, das ist schon etliche Jahre her, in Indonesien bei Nestle gestreikt hat und 53 von den Kolleginnen und Kollegen entlassen worden sind. Und über einen ganz langen Prozess, sage ich mal, erst gab es nationale Protestaktionen, die Gewerkschaften haben sich vernetzt, dann ging es auf die internationale Ebene, also über die IOF, die Internationale Lebensmittelgewerkschaft. Man hat für die 53 Kolleginnen und Kollegen über den Solidaritätsfonds erreicht, dass die praktisch ihre Familien ernähren konnten und hat immer wieder versucht, das, was Dieti beschrieben hat, Druck aufzubauen, Druck auf den Arbeitgeber aufzubauen, auch über die Öffentlichkeit Druck aufzubauen, weil natürlich sind so große Konzerne wie Nestle auch sensibel, was ihr Image anbelangt. Und es gab dann diese Kampagne We Are the 53. Das sind dann auf dem Kongress damals, auf diesem Weltgewerkschaftskongress, sind alle mit dem T-Shirt rumgelaufen, um so symbolisch zu zeigen, wir sind auch diese 53. Und in diesem langen Prozess, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das gegangen ist, über ein Jahr, ist es dann tatsächlich gelungen, dass diese 53 wieder eingestellt worden sind. Sie sind wieder eingestellt worden und sie haben dann ein Video gedreht, so ein Dankesvideo an die Betriebsräte, auch an den Europäischen Betriebsrat von Nestle. Und das war wirklich was sehr Berührendes und was sehr Beeindruckendes. Und ich glaube, dass es deswegen eben so wichtig ist, weil es zeigt, dass es geht. Genau, und ja, damit möchte ich es dann eigentlich auch bewenden lassen. Ja, danke, Susi. Dann kommen wir schon ist gut, weil wir nämlich etwas über der Zeit sind. Und deswegen hoffe ich, dass wir beim dritten Fragekomplex die Forderungen an die Politik und die Lösungsansätze uns vielleicht ein bisschen straffen, damit die Zuhörerinnen und Zuseherinnen auch noch die Möglichkeit haben, ihre Fragen an uns zu stellen, dass wir da genügend Zeit haben. Auf die Missstände in der Textilindustrie wird ja nicht erst seit gestern hingewiesen. Und seit Jahren gibt es die Forderung, dass hier politisch reguliert werden muss. Und wenn wir uns jetzt die Landschaft des Textilsektors anschauen, das ist ein ziemlich komplexes Bild. Erstmal gibt es freiwillige Ansätze, dann gibt es Multi-Stakeholder-Initiativen, dann transnationale Kampagnen aus der Zivilgesellschaft, dann globale Rahmenabkommen, zum Beispiel Gewerkschaft Industrial und H&M, wie Dieti das eben angesprochen hatte. Und fünftens, und dieser Trend ist eher neu, wird auf deutscher und europäischer Ebene über gesetzliche Regulierungen gesprochen, auch auf weltweiter Ebene auf der UN mit dem Binding Treaty, mit den verbindlichen Sorgfaltspflichten. Es ist also ein ganz großer Mischmasch an Ideen und ich gebe zu, es ist nicht ganz leicht, hier bei den Überblick zu behalten. Und dann gebe ich gleich wieder an Susi. Wie siehst du das? Was ist für dich der richtige Weg, um die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie zu verbessern? Und welche Rahmenbedingungen braucht es, um die Verhandlungsmacht der Beschäftigten an beiden Enden der Wertschöpfungskette zu stärken? Ja, zunächst mal ist es mir natürlich auch wichtig zu sagen, dass neben der Textilindustrie diese Problematik natürlich in anderen Bereichen genauso besteht. Also nehmen wir Nestle, den Lebensmittelbereich, die Menschen, die auf den Plantagen, Kakao, Kaffee, Palmöl und so weiter arbeiten oder in der Autoindustrie, Handyindustrie und so weiter. Also das ist natürlich extrem wichtig, dass wir den ganzen Bereich da im Blick haben. Und was ich vorher eingangs gesagt habe, ist, dass wir dazu beitragen müssen, es muss Schluss damit sein, dass unsere Wohlstandsgesellschaft Produkte kauft, die auf der Ausbeutung von Menschen in anderen Ländern basiert. Und wichtig ist es, und das ist eigentlich so meine zentrale Botschaft, wichtig ist es, dass wir versuchen, auf die Gesetzgeber Druck auszuüben, dass es wirklich klare Regularien gibt. Also diese ganzen freiwilligen Selbstverpflichtungserklärungen sind ja ganz nett, aber sie bringen im Zweifelsfall halt nichts. Das hat man in der Fleischindustrie gesehen, in Deutschland, es hat sich nichts geändert. Jetzt erst seitdem das Gesetz in Kraft getreten ist, fangen an, Dinge sich zu verändern. Wir brauchen klare Spielregeln und da müssen wir wirklich auch sowohl im Parlament als auch als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter Druck machen, weil es ist doch ein Unding, wenn wir keine klaren Bedingungen haben, keine klaren gesetzlichen Regelungen, dann
profitiert immer der Betrieb, der am schweinemäßigsten arbeitet. Also der am meisten seine Leute ausbeutet, der hat dann den größten Profit, der hat dann den Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen. Das heißt, dadurch entsteht Schmutzkonkurrenz und deswegen sind eben klare Bedingungen so wichtig. Und deswegen auch so wichtig, weil wir haben ja häufig auch die Diskussion bezüglich der Verbraucher, also welche Rolle haben denn die Verbraucher? Natürlich ist es schon in der Verantwortung eines jeden, so ein Stück weit darauf zu achten, was für Produkte kauft er denn. Aber es ist nicht die Hauptverantwortung der Verbraucher, weil er es auch gar nicht erkennen kann, wie unter welchen Bedingungen dieses Produkt produziert worden ist. Deswegen, es würde höchstens dann funktionieren, wenn man entsprechend das über ein Label macht oder wie auch immer. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, da wiederhole ich mich, dass wir wirklich klare gesetzliche Bedingungen haben und auch Sanktionen, weil Diti hatte das ja, glaube ich, in dem ersten Statement beschrieben, dass Druck auf diejenigen gemacht wird, die sich gewerkschaftlich organisieren, dass Betriebe geschlossen werden und so weiter. Es gibt ja nicht umsonst die Grundprinzipien der Internationalen Labour Organization, also der ILO. Da ist eines davon die Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen. Und wir brauchen irgendeine Instanz, die dann auch entsprechend, wenn dieses Grundprinzip, wo sich die Staaten ja drauf verpflichtet haben, nicht eingehalten werden, dann entsprechend auch sanktioniert werden. Und im Übrigen ist auch nochmal angesprochen, es gibt ja auch diese 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, also diese Agenda 2030. Auch da ist es zum Beispiel ein Ziel, menschenwürdige Arbeit. Und wir brauchen wirklich irgendwie eine Möglichkeit, das entsprechend zu sanktionieren, weil verpflichtet haben sich die Länder darauf. Ja, dann werde ich jetzt ganz schnell, könnte ich, wenn es geht, die ersten Fragen trudeln nämlich schon ein. Wenn in der Reihenfolge, wie ich es jetzt aufrufe, erst Dizzy, dann Albert und dann Maren kurz die Forderungen an die Politik äußern und damit wir dann in die Fragen gehen können. Dizzy, it's your turn. Thank you. Well, I will have to say there, I'm very wary of this whole framework of binding legal provision that we are talking about. We've now had the French law for a few years. The EU has come up with its own directive, so which I guess other European Union countries will have to start legislating on. And I'm not quite aware of what's there in the German law, but I'm just going to respond to this issue with based on my reading of the French law, which is already has been in place for a while. So pardon me if there's something different in the German law, I would really like to know about it if it's different. But so I'll start with the question that from where Susie actually talked about sanctions, and I would really start from there. And the question about sanctions is when a company actually violates laws, violates core labor standards in its supply chain, if there's a sanction against that company, it's a one-time sanction. It's a one-time sanction for its one time of orders where it violated those orders. But when it comes to the country where they actually produced it, which is where the violation really happened, what it really means for them is they get isolated. The country gets isolated. We are looking at a situation which is a creation of a non-tariff barrier that is created over there. So this country gets cornered, not just by that one global multinational which gets sanctioned, but also by others and everybody. And then it becomes the country in itself, the production center in itself becomes a pariah. And in that case, what it means is it really triggers off another spiral of downward spiral for that country, because whatever other violations now get shoved under the carpet
and it has a much longer effect on the workers in that country than for the company itself. Because for the company, it's a one-time sanction, but when it comes to the country, it becomes a lasting sanction. It becomes a country which where nobody would like to touch them, nobody would like to produce over there. What does that mean for the workers in that country? What does that mean for the workers in that industry then? So sanction is definitely not a solution. And sanction definitely harms a country in the global south much more than it harms in any way the company that violates. So that's one thing that we need to always keep in mind. That I would start with that. But the next thing that I would go back to is, if I look at the EU directives that have come right now and the French law, what it says is that companies should come up with a due diligence report. And as long as you come up with that due diligence report, all is fine. And it's only when somebody files a complaint is when the investigation is initiated. If no one files a complaint, all is well. So what does that really mean? If you look at it, it really means is that complaints will become the major issue. And complaints will lead to sanctions. Complaints will lead to a boycott. Complaints will lead to loss of jobs. So what does that also mean? It means that people who file complaints, which is the unions, which is activists, civil society organizations, when it comes to labor rights, it's the trade unions necessarily. When it comes to environment, when it comes to any other issue, it's other civil society organizations. What happens is in the production country, there becomes a whole criminalization of the process of complaints. So what you end up having is a much more autocratic government, which is suppressing all forms of dissent and protest. Because the moment you allow such a protest, you are inviting trade sanctions. And if you're dependent on that trade, then you will be silenced forever. So the point is this a mechanism that can really solve the inequality along the supply chain? The point is this also aggravates the inequality. It allows the countries in the global north to play a bigger role, a role where they can dispense justice to some mere mortals somewhere back or beyond. So somewhere we need to understand that the mechanism for creating a legal structure needs to keep it, if it's a government endeavor, which it is, since it's a law, it has to take into account that there are governments in the global south. There are governments with laws in the global south, and somewhere they need to come together. There has to be some kind of mechanism of bringing these together. There has to be some debate on that, and there have to be some kind of bringing those together. And the implementation has to come through a coordinated action between governments. That's one. The other part of it is it cannot be that it is left to the self-monitoring of companies. The self-monitoring of companies which comes up with these due diligence reports is not enough. And which is why we are coming up with a law, right? That this is, we know that it's not enough. So we are coming up with a law, but we are letting them go by coming up with that report because we don't want to set up a government agency which investigates and monitors Suomoto. And that is something we need to have in mind, that we need to have an organized, we have to have a government agency which can investigate Suomoto, which does not need to receive a complaint to investigate a corporation. It can investigate without receiving a complaint, but the mechanism of the law does not provide that. The mechanism of law is about
dealing with a complaint. So if there's no complaint, no problem. Everything is fine. So that's the other point I would like to make. And finally, if we look at the French law and how it has come out, what we are looking at the French law is when it came to the dispute with Total and the oil drilling in Uganda, what we saw is that the law was not even clear about the jurisdiction. Who is going to decide on how to manage this dispute, how to deliver justice on this dispute. So I don't know what it is for the German law. So I guess that's a huge problem when it comes to the French law. So, dann danke, Diti. Und dann Maren und Albert, auch ganz kurz bloß die Forderung an die Politik, weil wir sind schon sehr weit in der Zeit. Soll ich oder? Nee. Ja, fang an, Albert. Okay. Also im Grunde genommen, es ist in einem Satz gesagt, steckt natürlich wesentlich mehr dahinter. Wir benötigen auf alle Fälle mehr Mitbestimmungsrechte, wenn es darum geht, ich habe es ja schon gesagt vorher, das Thema Digitalisierung, wenn es darum geht, neue Techniken eingeführt werden, dass da in dem Prozess befinden wir uns. Click and Collect und die RFID-Technologie und wir haben ja das Unternehmen bereitet, diese Omnichannel-Strategie momentan in höchster Geschwindigkeit vor und da haben wir haben im Verhandlungsprozess erhebliche Probleme. Letztendlich, da ist es in der Mitbestimmung ja bei weitem noch nicht so weit. Also wir sind ja den Weg vor das Arbeitsgericht gegangen, auch Landesarbeitsgericht Stück für Stück. Dort ein oder anderen Erfolg haben wir uns, wichtigen Erfolg haben wir uns dort geholt, aber ohne dem Arbeitsgericht, wo man wirklich jetzt momentan einen neuen Weg gehen muss und hier praktisch, um hier neue Ergebnisse zu bekommen an Arbeitsgerichten, das ist ein sehr, sehr mühevoller Weg. Die Mitbestimmung gibt hier das noch nicht her und das würden wir uns auf alle Fälle wünschen und fordern, dass hier das dementsprechend neu ausgestaltet wird, damit wir uns in unserer Betriebsratsarbeit an diesem Themenkomplex einiges leichter tun. Genau. Danke. Und Maren? Genau, ich fasse mich auch ganz kurz. Wir brauchen eine Vereinfachung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, um den Verdrängungs- und Konkurrenzwettbewerb zumindest auf nationaler Ebene im Handel irgendwo ein bisschen einzudämmen. Das darf nicht auf Lohnkosten passieren. Deswegen brauchen wir Tarifverträge, die für alle auch gelten, wie es auch mal war. Und ich glaube, was heute auch deutlich geworden ist, in allem Gesagten, ist, dass die Unternehmensverantwortung nicht an nationalen Grenzen enden darf. Das heißt, wir brauchen natürlich eine Durchsetzung auch entlang von Liefer- und Wertschöpfungsketten. Und da ist das Lieferkettengesetz, was auch Verdi natürlich gefordert hat, wo Verdi sich auch in entsprechenden Initiativen massiv für eingesetzt hat, dass wir es überhaupt bekommen, ist ein wichtiger erster Schritt. Aber natürlich hätten wir uns gewünscht, dass dort auch die gewerkschaftlichen Rechte und Vereinigungsfreiheiten fester Bestandteil geworden wären. Und wo es jetzt natürlich auch darum geht, es zu verhindern, dass vor der Verabschiedung dieses Gesetzes weitere Verschlechterungen kommen und im Zweifel Verbesserungen nochmal hinzukriegen. Und Verbesserungen sehen wir vor allen Dingen da, wo es um die Größe der Unternehmen gilt, für die es gelten soll. Und Wünsche bzw. Verbesserungsmöglichkeiten fürs aktuelle Gesetz sehen wir auch noch bei der Frage von zivilrechtlicher Haftung. So das ganz kurz. Ja, dann danke. Dann habe ich ein paar Fragen hier. Die erste Frage. Es gibt doch die 17 Nachhaltigkeitsziele der Nachhaltigkeitsstrategie. Würde es Sinn machen, eine Art Ampelsystem zu erstellen, um aufzuzeigen, wo es Handlungsbedarf gibt, beziehungsweise wer auf einem guten Weg ist?
Mag da von euch jemand antworten? Ich kann auch kurz was dazu sagen, wenn ihr wollt. Weil die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN haben ein Problem. Alle haben sie unterschrieben, aber sie sind nicht verbindlich. Und wir haben zwar einen Nachhaltigkeitsbeirat, einen parlamentarischen, wir haben eine Art Ausschuss, der nur nicht Ausschuss heißt. Es wird, jedes Gesetz muss eigentlich danach abgeklopft werden, ob die entsprechenden Indikatoren für die Nachhaltigkeitsziele erreicht sind. Das Problem ist, dass es, dieser Tiger hat keinen Biss, weil eben auch die Sanktionen, es ist nicht Sanktionen bewährt. Wir können sehenden Auges in die falsche Richtung laufen und ändern trotzdem nichts, obwohl der Nachhaltigkeitsbeirat vielleicht was gesagt hat. Und das ist ein Problem, wo ich dann wieder sage, da so eine gesetzliche Regelung würde dem Ganzen ein bisschen nachhelfen. Mag zu den SDG noch jemand was zu sagen oder soll ich die nächste? Da kommen zwei Fragen mit dem grünen Knopf. Einmal, was der grüne Knopf generell bringt von Minister Müller und zweite, ob in Indien auch für den grünen Knopf hergestellt wird. Das wäre sicherlich eine Frage an Diti. Diti, it's your turn. Yes, I can, but I'm not quite aware of this initiative, so I do not really, I cannot respond to that really. Ist auch eine Antwort, was den grünen Knopf angeht und seine Bedeutung. Es ist eine gut gemeinte Initiative, bevor das Lieferkettengesetz in die Gänge kam. Das ist ja jetzt noch nicht beschlossen, wird aber jetzt demnächst beschlossen werden. Da sind auch zwei Fragen über die Bewertung des Lieferkettengesetzes und die Bedeutung des Lieferkettengesetzes, wenn Teile davon doch unverbindlich bleiben. Mag jemand von, Maren, du hattest da ja auch schon einiges zu gesagt. Albert oder Susi, mögt ihr das was zu sagen? Ansonsten würde, wenn ihr das nicht wolltet, dann würde ich das machen, aber ihr seid. Ich kann da kurz was zu sagen. Ja. Genau. Naja, ich glaube, das ist mit dem Lieferkettengesetz, also es war ja auch ein langer, harter Weg. Ich habe gesehen, mein Kollege, der Uwe Würzel, ist auch heute als Gast anwesend. Der vertritt uns in der Initiative Lieferkettengesetz. Da kann man übrigens auch, das hat er in den Chat geschrieben, noch mitmachen mit Briefen an die jeweiligen Wahlkreisabgeordneten, damit das Lieferkettengesetz im Zweifel vor Verabschiedung auch nochmal nachgebessert, verschärft wird. Und ich glaube, also ich denke, es ist ein erster wichtiger Schritt. Also das ist ein harter Kampf gewesen. Es geht immer um Kräfteverhältnisse. Und ich sehe es so ein bisschen wie das Mindestlohngesetz. Es ist unglaublich richtig und wichtig, dass es das gibt, weil durch das Mindestlohngesetz gibt es erstmal eine grundsätzliche Absicherung. Durch das Mindestlohngesetz sind die Tariflöhne übrigens auch gestiegen. Und wir sind ja auch nach wie vor dabei, das Gesetz, also weitere Ansprüche an dieses Mindestlohngesetz zu stellen. Also nur weil es jetzt so ein Gesetz gibt, kann sich keiner zurücklehnen und sagen, damit ist jetzt alles gut, sondern auf der einen Seite diese gesetzliche Regelung als Mindeststandard und auf der anderen Seite weiter die gewerkschaftlichen Kämpfe, die internationalen Kämpfe, die Aufbau von Gewerkschaftsmacht. Und ich glaube, so wird dann ein ganz guter Schuh draus. Also das ist zumindest mal ein erster Schritt und es sichert Mindeststandards und man muss es auch einfach als großen Erfolg betrachten, weil das ist es. Da
das war jetzt nicht selbstverständlich bei dem ganzen Widerstand der Wirtschaft und der Arbeitgeberverbände, Teilen der CDU, Teilen des Wirtschaftsministeriums und. So, das stimmt. Da ist noch einiges verbesserungswürdig, mit Sicherheit, was Sorgfaltspflichten angeht, nicht nur im eigenen Geschäftsbereich, sondern eben auch an die anderen Zuläufer bis zum Beginn der Kette. Dann die Haftungsregel, hattest du schon erwähnt. Umweltbezogene Sorgfaltspflichten fehlen auch ziemlich drin und die Ausweitung des Geltungsbereichs auf kleinere Unternehmen auch, also mit über 250 Mitarbeitern. Momentan sind es ja 3.000, wo es dann ab 23 dann für 1.000 Mitarbeiter. Aber das ist ein Riesenunterschied und da müssen ja auch Unternehmen mit besonderen Risiken komplett rein, auch wenn die kleiner sind. Das sind also die Punkte, die dringend noch nachverbessert werden müssen. Und da war dann auch eine Bemerkung im Chat, können wir da Druck machen jetzt noch? Es ist ja noch nicht durch. Und theoretisch, es wird ja auch noch in den Ausschüssen behandelt, theoretisch könnte man da noch Änderungen von außen reinkriegen. Es ist ja noch nicht beschlossen. Und da wäre es ganz wichtig, denke ich, wenn da von den Gewerkschaften, von den Leuten auf der Straße, von Arbeiterinnen und Arbeitern auch entsprechend Druck gemacht wird, damit klar ist, dass eben nicht nur das Wirtschaftsministerium und der Bund der deutschen Industrie Druck machen kann. Ne? Susi, vielleicht du dazu? Dazu, weil mir das echt ein Anliegen ist. Also das wäre eine dringende Bitte auch von mir verteilt. Also ich glaube, Christian oder wer das war, hat diesen Forderungsschreiben zum Lieferkettengesetz nochmal rein. Verteilt es bitte, informiert Kolleginnen, Kollegen, Freunde. Ich weiß nichts mehr, Scheiße. Ich habe dich jetzt nicht mehr verstanden, Susi. Kann man da, es scheint ein Tonproblem zu geben, zumindest bei mir. Ich höre Susi nicht mehr. Christian Obertür, könntest du mal kurz schauen, was da los ist? Ja, also hier schaut eigentlich alles gut aus. Aber ja, hören tue ich sie auch nicht. Susi, vielleicht, wenn du nochmal aus- und anmachst, vielleicht klappt es dann. Weil mir es ist jetzt auch wichtig, dass du deinen Aufruf zur Macht mit fertig formulieren kannst. So. Susi, ich habe dich jetzt mal wieder entstummt, vielleicht. Das. Ich höre dich immer noch nicht. Okay. Vielleicht mit einer anderen Frage weiter und gucken dann mal. Ich habe jetzt einige Fragen gebündelt und werde jetzt mal eine nächste Frage, die auch den Druck angeht. Wie kann Druck gemacht werden über das Anschreiben an die Abgeordneten hinaus? Gibt es Ideen dazu? Maren oder Albert? Maren, magst du antworten? Genau, also Druck kann durch vieles erzeugt werden. Ich finde, dass dieses Anschreiben schon ein wichtiger, also wirklich gut ist, weil wir sind ja auch
fast schon wieder im Bundestag oder wir sind schon im Bundestagswahlkampf und die Abgeordneten der einzelnen Wahlkreise möchten ja vielleicht wiedergewählt werden. Das heißt, wenn Sie da jetzt nochmal von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern angeschrieben werden, dann ist das sehr gut. Aber redet auch einfach in euren Betrieben drüber, redet in euren Zusammenhängen drüber, schreibt vielleicht einfach selber auch nochmal ans Wirtschaftsministerium, ans Arbeitsministerium, macht das Thema öffentlich in den Social Media, nutzt Hashtags, schaut auf die Seite von der Initiative Lieferkettengesetz, die haben unglaublich viele tolle Materialien und Ideen zusammengestellt. Ich glaube, so kann man noch Druck ausüben und ich weiß nicht, wie das momentan pandemiebedingt ist und ich will da jetzt auch gar nicht zu aufrufen, aber diese Ausschüsse tagen ja auch und befassen sich mit dem Referentinnenentwurf. Ich weiß nicht, ob es da Möglichkeiten gäbe, auch sich vor dem Bundestag nochmal zu versammeln zum Beispiel, aber das muss jeder für sich dann wissen. Genau. Bis morgens in alle Früh. Ja, dann haben wir noch eine Frage, da muss ich, wie würde sich eine globale Mindeststeuer für Unternehmen in Klammern 21% global auswirken? Da muss ich jetzt allerdings selbst auch passen, das weiß ich jetzt nicht, Albert oder Maren oder Susi. Susi, probier es einfach nochmal. Ich versuche es nochmal. Hört ihr mich jetzt? Ja, ich höre dich. Ah, perfekt. Vielleicht noch einen Satz zu dem von vorher. Es ist wichtig, dass wir Druck aufbauen, weil es wird passieren. Sie werden mit allen Mitteln versuchen, Sie versuchen es ja jetzt schon, dieses Gesetz zu verwässern. Und es entspricht ja schon jetzt nicht dem, was wir uns eigentlich optimalerweise vorstellen. Und dass Sie Erfolg haben, sieht man an dem Arbeitsschutzkontrollgesetz in der Fleischindustrie, wo es der Union ja auch gelungen ist, wieder ein Schlupfloch reinzuhauen. Und deswegen ist der Druck ganz wichtig. Ich kann nicht genau sagen, wie sich eine einheitliche weltweite Besteuerung von 21% auswirken würde. Ich weiß nur, dass es sehr, sehr wichtig wäre, auch auf europäischer Ebene beispielsweise einheitliche Steuersätze für Unternehmensbesteuerungen festzulegen, weil natürlich ansonsten immer dieser Wettbewerb nach unten stattfindet und damit ja auch immer Arbeitnehmervertreter unter Druck gesetzt werden, so nach dem Motto, wir sind zu teuer, wir sind nicht konkurrenzfähig, wir müssen leider die Produktion verlagern. Also insofern wäre das natürlich sinnvoll, aber es ist ja schon nicht mal auf europäischer Ebene in irgendeiner Form machbar. Man muss sich ja nur angucken, was mit Amazon und anderen Beispielen ist, überhaupt keine Steuern mehr zahlen. Und das ist natürlich ein Riesenskandal, weil es einfach eine Frage der Verteilung des gesellschaftlichen Wohlstandes ist. Wenn einige sich überhaupt nicht an der Finanzierung beteiligen und ihre Wertschöpfung nicht in irgendeiner Form was abgeben, dann bleibt es für andere noch weniger übrig. Also es ist immer eine Frage von oben und unten. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch in der Entwicklungspolitik, wo dann gesagt wird, die Steuern der Unternehmen unterstützen dann die entsprechenden Länder. Und wenn man genauer hinschaut, gibt es dann Doppelbesteuerungsabkommen, wo die Steuern dann doch in Deutschland bezahlt werden oder Sonderwirtschaftszonen, wo man dann 10 Jahre lang keine Steuern bezahlen muss, wenn man nur für den Export arbeitet. Und das ist ein ganz großes Problem. Also ich denke, was Susi da gesagt hat, das kann ich nur unterstützen. Ich habe jetzt hier weiter keine Fragen mehr, weil das große Problem, das riesige Problem, ist das Machtgefälle und das Ungleichgewicht in der Lieferkette. Und die großen Modekonzerne, weil wir von Textil geredet haben heute, dominieren die Wertschöpfungsketten fast vollständig. Und eine Kritik, die immer wieder von links auch an Ansätzen wie dem Lieferkettengesetz oder den globalen Rahmenabkommen zu hören ist, ist, dass solche Regulierungen zwar einzelne Missstände verbessern können. Und bei manchen Regulierungen kann im konkreten Fall eine kleine Verbesserung entstehen. Aber und es lohnt sich wirklich, für solche kleinen Verbesserungen zu kämpfen. Aber am Machtgefälle ändert dies wenig. Und da wünsche ich mir in eurem Schlusswort, dass ich euch dann jede für 1-2 Minuten noch gebe, dass ihr vielleicht eure Vision für das, was wir erreichen können. Für meine ist eine Welt, wo Menschenrechte, Umweltstandards und Arbeitsrechte wichtiger sind als der wirtschaftliche Profit. Und möchte euch dann das Schlusswort geben und
möchte Diti bitten, mit dem Schlusswort anzufangen. Thank you. Well, I guess in a world where profits are not important, we wouldn't be having this conversation. That's to start with. But even if we imagine a world where human rights are important, I think what's critical is about the fundamental respect between nations, which has really got lost in the last 3 decades, is something that we need to work on. And whatever we are talking at this point is actually a complete loss of respect for nations and peoples. And we have a situation where there is imagery that is created of the global south, which is corrupt, which is undemocratic, which is autocratic. All may be really true, but it's not very different in the global north. And things are not really much different as far as political constructs are today, either in the global north or the south. There is a rise of the right. There is a rise of a certain kind of criminalization that is happening of people. There is a kind of isolation that has been created, and people have been put in these pockets. So I think somewhere we need to start talking about an alternative. And I think at this point we are in a situation where visualizing an alternative has become a kind of a crime. And that is part of the politics of today, that if you're talking about alternative that is talking of equality, which is talking of equity, which is talking of preservation of the environment, which is talking about human rights, is a world which is a world of utopia. It is a world which is actually people try to also try and say that that's about bringing in more autocracy. And I think somewhere we need to have the courage and we need to have it in us to be able to visualize an alternative outside this paradigm where we are living in, where we are told that there is no alternative. And I think that is that's the struggle that we are in. That's what we are talking about, even if it's in a very small scale. When we talk it, we are talking about global solidarity within the exchange network. We are actually talking about power inequality. We are talking about power inequality at every level. And I think that's where we need to start working on and looking at respect. Thank you. Dann Maren, dein Schlusswort. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also die Probleme, die wir haben, die Herausforderungen sind ähnliche, was Diti gerade gesagt hat. Und ich fände es schön, wenn wir irgendwann in einer Welt leben, wo es ganz selbstverständlich ist, dass Menschen sich organisieren, dass Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln, für ihre Rechte einzustehen, für ihre Interessen gemeinsam zu kämpfen, dabei nicht behindert werden und dass es dabei egal ist, wo sie sich gerade auf der Welt befinden. Also ein sehr bescheidener Wunsch vielleicht, aber auch noch in weiter Ferne. Und Albert? Ja, also ich habe das insbesondere bei einer Betriebsräteversammlung mal gesagt. Also ich setze mich für dieses Thema ein. Ich habe dieses Thema vor vielen Jahren gefunden, weil einfach mein Ziel ist, ich möchte dazu meinen Beitrag leisten, dass wir auf dieser ganzen Welt, also Norden, Süden, Osten, Westen, ganz egal, das Ziel ist, bessere
Angleichung von Arbeits- und Lebensbedingungen, sowohl dort als auch hier. Das ist mein Ziel, meine Zielsetzung, warum ich mich für dieses Thema engagiere. Und ich möchte so viel wie möglich meiner Kollegen oder Menschen überhaupt da, sagen wir, für das Thema interessieren und irgendwo auffordern, hier mitzumachen und hier auch Position zu beziehen und für ihren Teil Verantwortung zu übernehmen. Es gibt nicht diese eine Sache, die an diesem Thema arbeitet, sondern es gibt ganz, ganz viele Sachen. Und ich freue mich für alles, was dazu beiträgt, dass wir ein Stück bessere Bedingungen bekommen, dass diese ganze Sache gerechter wird entlang diesen Produktionsketten und ganz viele andere Dinge. Das ist das, wo ich mich reinhänge und letztendlich versuche, so viel wie möglich von anderen Menschen hier mitzunehmen für diese Idee. Das ist mein Ziel eigentlich. Herzlichen Dank, Albert und Susi. Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist schon gesagt worden. Heute glaube ich, ich würde mal unterstellen, dass all diejenigen, die heute dabei sind, dass es für die wichtig ist, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen zu verbessern. Und das war auch das, was für mich diese Veranstaltung so wirklich großartig hat werden lassen, weil dieses Gefühl auch rübergekommen ist. Und man merkt, dass es Gleichgesinnte gibt, egal wo auf der Welt. Darum nochmal besonderen Dank auch an Diti, weil es ist egal, ob man in Indien, in Afrika, in Deutschland oder sonst irgendwo, wenn man, sag ich mal, dieses Gefühl der internationalen Solidarität mal gespürt hat, dann weiß man, dass man bestimmte Dinge erreichen kann. Und ich glaube, das eint uns. Und deswegen vielen Dank, dass ihr mitdiskutiert habt. Ich denke, wir dürfen nicht aufhören in unserem Kampf. Es gibt eine Alternative zu diesem Kapitalismus und deswegen sollten wir weitermachen, für eine bessere Welt zu streiten. Ja, Susi, dem kann ich mich ja nur vollumfänglich anschließen. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bedanken bei Diti, Maren und Albert, dass ihr unsere Gäste gewesen seid. Und noch einen ganz kurzen Hinweis. Maria hat in den Chat einen Link zur Petition H&M muss sein öffentliches Versprechen zu konstruktiven Arbeitsbeziehungen einhalten reingesetzt. Da könnt ihr euch dann eintragen.